48KZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge das ZX48K Spektakel. Mit cooler Musik auf dem ZX48K Spektrum. So. Bite Me heißt das Game, was ich mir heute anschauen werde. Und zumindest ist die Mucke schon mal ganz cool. Mal sehen, was wir denn noch haben. Lässt sich das mit Feuerknopf starten? Yatsmeye. Das ist, glaube ich, eine Homebrew und, glaube ich, schon etwas Neues, weil den Namen habe ich schon mal gelesen bei irgendeinem Homebrew-Game. Die Mucke ist auf jeden Fall schon mal ganz cool hier. Keine Ahnung, was man hier machen muss, aber es klingt schon mal geil. Okay. Was haben wir denn da? Oh, das klingt nochmal anders. Auf jeden Fall ganz fetzige Mucke hier auf dem Specki. Wer hätte das gedacht? Cool. Hat man die auch im Game selber? Da geht's ja richtig ab hier, du. Nice. Das kann man sich echt geben. Cool. Wer hätte das gedacht, dass das so gut klingen kann? Nett. Na gut, so, genug gehört. Jetzt wollen wir mal spielen. Zwei Camps. Ja. Aventureland Part 1. Released at Replay 2011. Also eben recht neu. So, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Aber die Mucke ist geil. Ich bin das da. Kann ich da hier was berühren? Aha. Oh, ich kann... Ich schieß Würstchen! Dann sind das hier alles Hamburger. Was sind das für Fratzen da unten am Rand? Muss man die irgendwie... Sieht das, als ob meine Wurst... Ah, da wird die Wurstmunition wieder aufgestockt. Was ist das? Kann ich jetzt nicht einsammeln. Das fährt auf einem Fließband. Ich kann nicht mehr schießen. Jetzt. Das ist, als ob ich da eine Fresse zu finden. Das kann ich einsammeln. Moment mal. Ich ahne was. Sieht aus, als ob man die Hotdogs nur mit den Würstchen abschießen kann. Oh. Das könnte sein, dass man nur die Hotdogs abschießen kann mit den Würsten. Sag bloß, man kriegt irgendwann auch noch Hamburger zum Verschicken. Also mit dem Würstchen kann man die Hamburger töten. Und die Hotdogs? Boah. Was geht hier ab? Keine Ahnung, was hier abgeht, aber die Mucke ist geil. Alter, was läuft hier? Ist ja richtig Action. Ach, ich kann auch nach oben oder unten schießen. Ich kann auch diagonal schießen. Jetzt habe ich nur alle... Ah, jetzt kann ich Hamburger... Ah! Wenn ich Hamburger-Moon hab, dann kann ich die Hamburger zum Schweigen bringen. Boah, das ist ja schwer, ey. Ich kann mich eintragen. Das ist aber nice, das gefällt mir. Es gibt hier wirklich ein paar... coole Games für den Specki. Klar, es gibt bestimmt auch ziemlich viel Scheiße. Was ist der Name? Tomania. Dann immer Tomanik. Und listen to the music, Leute. Das ist ja richtig geil. Voll Hammer. Map. Okay, Platz 1. Geht doch mal, oder? Möp. 2. Okay, also ich habe begriffen, mit den Würstchen schieße ich die Hotdogs zu Klump. Und da unten, denn Leute, das ist sowas ähnliches wie Tepper, nur anders.
Ah, toll! Ich wurde von einem Hamburger getötet. Ja, manche Hamburger sind tödlich. Ja, dann ist das Bild verschwunden. Wahrscheinlich muss man also wirklich die Leute füttern. Ah, dann ist das jetzt Hamburger-Muni. Ich werde von einem Hamburger verfolgt. Oh, scheiße, das ist ja ganz schön schwer. Der Hamburger ist leider in die falsche Richtung gerissen. Ah, warte mal, lass mich überlegen. Jetzt verstehe ich. Da oben kann man das Fließband auch noch in seiner Fahrtrichtung ändern, wetten. Ich muss nur mal gucken, ob das stimmt. Tatsächlich, da muss man auch noch die Fahrtrichtung des Fließbandes ändern, damit der Fraß zu den Leuten kommt. Das ist keine... Ja, das ist schon die richtige Richtung. Jetzt verstehe ich. Jetzt muss man also noch das Fließband... Ah, die Richtung stimmt schon mal. Hier, kriegst du einen Hotdog. Jetzt kapiere ich das. Jetzt muss ich das Fließband umschalten, damit es in die andere Richtung eiert. Damit der Hotdog in die Fresse von dem Typ da unten kommt. Das ist ja, das artet ja richtig in Hektik aus. Du zurückfahren. Das ist ja geil. Das macht ja richtig Laune. Scheiße, das hat's aber ganz schön in sich. Boah, was kommt denn jetzt alles? Hilfe! Nein, geh weg, du Burger! Nein, da ist schon wieder Game Over. Boah, ein Leben ist schnell vorbei, sag ich euch. Aber ansonsten, das ist ja ein cooles Game. Es macht ja richtig Spaß. Ich bin voll begeistert. Jetzt war ich besser als vorhin. Ja, jetzt habe ich es ja auch kapiert. Und weil ich es kapiert habe, gibt es noch eine dritte Runde. Das ist ja geil. Also da oben ändert man die Richtung. So, das Band läuft schon mal. So, ist gleich was. Oh, Schott. Verfickt, ist das schwer. Was habe ich jetzt für eine Moon eingesammelt? Burger Moon. Stirb, du Scheißburger. Jetzt darf ich mich in der Zeit nicht treffen lassen. Ey, wie viele Leute wollen denn da mal zu essen? Jetzt habe ich schon wieder nur Klops Moon. die Coke ist zerstört. Ah, Wurst Moon. So, die zwei gehen an euch da unten. Jetzt ganz schnell den Schalter umlegen. Damit. Ah, oh, ich treff nix. Jetzt brauche ich Burger-Munition. Ich kann natürlich. Weil mit den Würsten kann ich die Burger töten, ja, aber ich kann sie nicht zu einem Essen verwandeln. Bitte, Wurst! No. Oh, ist ja heavy. Den Leute muss man denn jetzt kriegen. Oh, ist das ein Bonus-Level oder was? Level 2! Ich glaub's nicht. Also Durchhaltevermögen hat sich gelohnt. Alter. So, Band ist eingeschaltet. Keine Fresse. Doch rechts. Nicht alle abhauen! Das Gefühl, das Band. Kann sein, dass das Band auch schneller fließt. Wo ich mir nicht ganz sicher bin. Scheiße, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein! Haut hier alles ab. Oh, das ist echt schwer. Aber es macht Bock. Da wartet einer, der muss zuerst was kriegen. Das ist ein Klops. Oh, na toll, war natürlich kein Klops. Klops! Jetzt kommen nur Hot Dogs. Ist ja wieder logisch. So, der ist für dich. Friss wieder Stiel.
Und das Band ist noch richtig. Was ist denn das jetzt? Was? Schinken! Noch bevor ich den Schinken abschießen konnte, war es auch schon wieder um mich geschehen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Was ist das für ein geiles Game? Homebrew. Ich glaube, ich muss generell mal nach Homebrews 48K Ausschau halten. Geile Mucke. Geiles Spielprinzip, wenn man es einmal raus hat. Hektik pur. Ja, Rekordpunktzahl. Aber cooles Game. Wie ist es jetzt gerade? Irgendwas mit Byte. Byte Me. Für ZX Spectrum aus dem Jahr 2011. Coole Mucke. Cooles Game. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, das Zuschauer hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir das Ausprobieren. Ich bin völlig hin und weg von den Socken. Voll geil. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten dürft ihr euch gerne mal auf meinem Kanal umschauen. Vielleicht gefällt euch hier ja noch mehr. Dann lasst doch gerne ein Abo da. Tut euch nicht weh und motiviert mich ungeweint zum Weitermachen. Und dann kommt ja auch hoffentlich noch ganz viel auf meinem Kanal. Also ich habe es zumindest vor. Ich habe mich ja jetzt schon 5 Jahre durchgebissen. Und an mir soll es nicht liegen. Also... bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, was auch immer ich da Bock drauf habe. Ciao, bis dann, euer Tomaniac.